Hallo ihr Lieben, Alex von Mickey hier und wir haben ein weiteres Video aus unserer Reihe. Heute geht es um drei Irrtümer in Beziehungsfragen. Ja, und der erste Irrtum ist, oder ich sag mal Platz 3, weit verbreitet, aber unzutreffend: Männer wollen sich fortpflanzen. Ja, da wird dann gesagt, ja, oh, Männer stehen auf Frauen mit einem gebärfreudigen Becken, ja, kann ruhig etwas breiter sein, ja, damit sie ordentlich Kinder kriegen können, ja, oder sie stehen auf Frauen mit großer Oberweite, damit die Frauen die Kinder gut nähren können, gut stillen können, ja, oder man sagt, ja, Männer haben den Wunsch, mit vielen Frauen, vielen verschiedenen Frauen halt, Sex zu haben, um ihre Gene möglichst weit zu streuen. Das würde auch wieder voraussetzen, dass die Männer einen Kinderwunsch haben und dann möglichst viele Frauen mit einem Kind beehren möchten. Aber das stimmt hinten und vorne alles nicht. Wenn ich mit Männern spreche, gerade auch über sexuelle Dinge, dann kommt immer wieder dabei raus, es geht den Männern nur darum, Spaß zu haben. Ja, sie stehen auch nicht unbedingt auf Frauen mit einem ausgeprägten Becken, sondern eher auf schmalhüftige Frauen. Ja, das ist eher das, worauf Männer stehen. Und die Größe der Oberweite ist auch eher sekundär, ne? Es gibt natürlich Männer, die so ein bisschen noch kindlich veranlagt sind oder ein bisschen in der Pubertät vielleicht stehen geblieben sind. Ne? Oh, solche Dinger und so. Ne? Oh, ach, fürchterlich. Ne? Die meisten Männer, wenn sie ehrlich sind, sagen aber genau wie die Frauen, dass es nicht auf die Größe ankommt, ne? Weder dort noch da. Und die Männer, die wirklich jetzt und dann vielleicht noch ihre Frauen versuchen zu überreden, sich was vergrößern zu lassen, also das ist, glaube ich, die Minderheit, ne? Und die sind auch ein bisschen, naja, okay. Die meisten Frauen, unterstelle ich jetzt mal, die zum Beispiel Brustvergrößerungen vornehmen lassen oder auch sich nur schminken oder so, ja, das machen die alles nicht für die Männer, sondern das machen sie, um andere Frauen auszustechen, ne? Um zu zeigen, ha, ich bin schöner als du und so, ne? Ja, das ist so eher so ein Konkurrenzkampf untereinander, als dass sie den Männern gefallen wollten. Männern wäre das wahrscheinlich völlig egal, die stehen auch auf ungeschminkte Frauen. Wenn sich die Frauen allesamt nicht schminken würden, dann würde es trotzdem dazu kommen, dass Männer sich in Frauen verlieben und Partnerschaften eingehen wollen. Ja, aber ich bin davon überzeugt, dass die Frauen halt schminken bis hin zur Schönheitsoperation alles machen, nur um andere Frauen auszustechen und um zu zeigen, ha, ich bin mal schöner als du und ach, und ich bin die Schönste und so. Und manchmal hat es vielleicht auch praktische Gründe. Ich habe ja immer noch den Verdacht, dass Frauen sich Nagellack auf die Fingernägel auftragen, damit man den Dreck darunter nicht sieht. Ja, netter Versuch, Mädels. Nee, Spaß beiseite. Wir kommen zu Punkt Nummer 2. Der zweithäufig begangene Fehler oder der zweitschlimmste begangene Fehler in Partnerschaftsfragen ist, dem oder dem der Frau, die man interessant findet, gleich am Anfang die Liebe zu gestehen. Wir kennen das ja aus dem Fernsehen, da sind zwei Menschen, meistens ein Mann und eine Frau, und die lernen sich kennen und so, und dann gucken sie sich in die Augen und dann sagen sie, ich liebe dich, ne? Oh, und dann lieben sie sich und dann ist die Beziehung da und so. So funktioniert das nicht in Wirklichkeit. Ja. Sagen Sie mal zu einer Frau oder zu einem Mann, ja, sag mal zu einer Frau oder einem Mann am Anfang einer Beziehung, ich liebe dich. Ne? Und dann ist der oder die andere komplett überfordert und sagt, oh. Ja, meistens geht es ja doch darum, dass man, bevor man seine Gefühle und sein Herz vollständig öffnet, dass man sich erstmal kennenlernen möchte. Dass man sich erstmal ein paar Mal trifft, miteinander redet und versucht herauszufinden, wie ist er, wie ist sie, kommt er oder sie überhaupt in Frage. Ja. Im Film muss es immer alles sehr schnell gehen, da muss die Story in 90 Minuten erzählt sein. Bei einem Spielfilm oder bei einer Serie
ja, je nach Länge zwischen 20 und 45 Minuten muss die Story erzählt sein. Da ist natürlich nicht viel Zeit zum Kennenlernen und so weiter. Da ist dann eher diese Geschichte, dass die sich gleich beide am Anfang die Liebe gestehen und dann sitzen sie zusammen. Ja, aber das hat nichts mit der Wirklichkeit zu tun. Ja, also Leute, geht unaufgeregt in ein Date. Nehmt euch vor, nur miteinander zu sprechen. Und hinterher könnt ihr dann halt, wenn ihr euch kennengelernt habt, dann könnt ihr euch Gedanken machen. Ist das der Richtige, ist das die Richtige für mich? Ja, und der schlimmste Fehler, der in Beziehungsfragen gemacht wird, Platz 1 sozusagen, habe ich auch schon begangen, ja. Als ich so als Kind mitbekommen habe, Mann und Frau und Partnerschaft und so, da habe ich mir Gedanken gemacht, wie müsste meine Traumfrau aussehen. Nicht nur aussehen, sondern auch sonst so sein, ne? Wie ist sie so? Ja, sie müsste so sein und ach und ja und dies und das und jenes. Da kommt dann so ein perfektionistischer Katalog dann zustande, ne? Und ja, ich bin damals halt, habe ich das so gemacht. Ich weiß auch, dass viele Menschen das so machen, dass sie einen innerlichen Katalog haben. Ja, und da wird dann auf zweierlei mit umgegangen. Die einen, die nehmen ihr perfektes Bild von einem Partner, einer Partnerin. Und sobald sie jemanden kennenlernen, den oder die sie sympathisch finden, da wird diese Schablone genommen und auf den anderen draufgelegt. Und dann bildet man sich ein, der ist so. Das ist jetzt mein idealer Partner und meine ideale Partnerin. Und er oder sie ist so und so und so und so. Ja, und obwohl man den anderen oder die andere noch gar nicht kennt. Ja, also man bildet sich ein, dass der andere oder die andere mehr ist, als eigentlich da ist. Ja, ich hatte das, wie gesagt, auch mal gemacht. Dann als Jugendlicher habe ich dann ein Mädchen kennengelernt. Ja, und da habe ich gedacht, das ist sie und die sieht toll aus und sie ist bestimmt auch ganz so und so und so, wie ich mir das gewünscht habe. Ja, das ist sie, da kann es keine zwei Meinungen geben. Das ist die richtige und die perfekte Partnerin für mich. Ja, und dann habe ich mich mit ihr unterhalten und dann, naja, gut, war ich desillusioniert, weil sie dann doch ganz anders war. Ja, schlimm ist es, wenn man das nicht rechtzeitig merkt, dass man bei dem anderen was reininterpretiert, was gar nicht da ist. Ja, und dann hat man irgendwann den Ring am Finger und wacht dann erst auf, ne, und sagt, Mensch, er oder sie ist ja doch gar nicht so, wie ich das dachte und wie ich das... Das war alles nur meine Vorstellung. Ne? Traumfrau kommt von Traum, das hat man in seinem Kopf, aber das gibt es nicht in der Realität. In der Realität gibt es keine perfekten Partner, Partnerinnen. Ja, da gibt es reale Menschen mit Fehler, Schwächen und Macken. Und dann muss man den oder die andere halt gut genug kennenlernen, um zu wissen, welche Fehler, Schwächen und Macken hat er oder sie. Und sich dann die Frage stellen, kann ich damit leben? Ja. Aber das ist das Schlimmste, was man machen kann, sich einen Katalog aufzustellen und dann die Eigenschaften auf einen Menschen zu projizieren, den man gar nicht kennt oder die man gar nicht kennt. Und ja, dann hinterher zu sagen, ach du meine Güte, ich habe mich geirrt. Das war ja alles eine Wunschvorstellung. Der andere Fehler, der mit solchen Katalogen gemacht wird, wo man aufgelistet hat, wie der ideale Partner, ideale Partnerin sein muss, ist, dass man sich dann mit jemandem verabredet, so, und dann den oder die andere kennenlernen will. Und dann geht man in Gedanken halt die einzelnen Punkte durch. Ne? Ja, hat er oder sie Humor? Ja, okay, check. Sieht gut aus, sowieso, check. Ja, und so weiter. Ne? Und irgendwo sind dann vielleicht zwei, drei Punkte, wo man sagt, nee, die hat er oder sie nicht. Nö, gut, dann suche ich mir den Nächsten oder die Nächste. Ne? Dann sag ich, war nett mit dir, aber du kommst für mich leider nicht in Frage. Ja, das ist genauso schwachsinnig, weil du wirst niemanden finden, der genau in dein Raster passt. Ja, wie gesagt, perfekte Menschen gibt es nicht. Und da musst du dann halt zusehen, dass du jemanden findest, wenn du jemanden suchst oder dir jemanden wünschst an deiner Seite, dann solltest du darauf achten, dass das jemand ist, wo du halt mit den Fehlerschwächen und Macken desjenigen klarkommst. Gut, das waren so die drei Irrtümer, die immer wieder auftauchen. Ja, Männer wollen sich fortpflanzen.
stimmt so nicht. Männer wollen eigentlich nur Spaß haben mit der Frau im Bett. Und meistens geht es ja dann von der Frau aus, dass sie dann in einer Partnerschaft irgendwann sagt, du, wie sieht's denn aus? Ich würde gerne mal Mutter werden. Möchtest du nicht auch Vater werden? Wollen wir nicht mal Kinder haben und so? Und dann ist das ein Gedanke, wo dran sich der Mann erstmal gewöhnen muss. Ne? Ach, naja, eigentlich ist das Leben ja so schön, wie es ist. Und, ne? Und dann irgendwann fängt er an, darüber nachzudenken. Und okay, ja, warum eigentlich nicht? Ne? Aber es ist nicht so, dass die Männer das so eilig und so dringend haben, ein Kind in die Welt zu setzen, wie zum Beispiel eine Frau, die er dann mit, wenn sie über 30 ist, dann doch merkt, dass die biologische Uhr tickt und sie möchte dann halt auch Mutter werden. Ja, Punkt, der zweite Punkt war, eine Liebeserklärung gleich am Anfang zu machen. Das ist meistens nicht ratsam. Also wartet lieber, bis ihr wirklich wisst, wie er oder sie ist. Und ob eine wirklich langfristige Beziehung mit ihm oder ihr in Frage kommt. Ja, und vorher nicht reinsteigern, sondern einfach erst mal nur kennenlernen und mal schauen, wie es dann weitergeht. Der dritte Punkt, oder Platz 1, sage ich mal so, war jetzt halt, dass jemand sich Wunschvorstellungen macht und diese auf einen Partner, eine Partnerin projiziert, die er oder sie noch gar nicht kennt, aber ja, er ist da nicht unbedingt verliebt, er oder sie ist da nicht unbedingt verliebt in den oder die andere, wie er oder sie wirklich ist, sondern nur in das eigene Traumbild. Ne? Und das muss nach hinten losgehen. Also das A und das O, erstmal den anderen, die andere kennenlernen und dann schauen, geht's und wie entwickelt es sich weiter. Ja, nichts überstürzen, sondern cool bleiben. Gut, das war's für dieses Video und ich verabschiede mich halt bis zum nächsten Mal. Euer Alex von Maggie. Wenn es dir gefallen hat, Daumen, Abo, positiven Kommentar, immer wieder gern genommen. Bis Danny. Ciao.